versuchen wir es nochmal. Herzlich willkommen, liebe Leute, seid gegrüßt. Frohe Weihnachten sei gewünscht an alle, die sich auf YouTube jetzt reinschalten. Vielen Dank am heutigen Weihnachtsfeiertag. Ja, Heiligabend sozusagen heute, ne? Deswegen ein bisschen mehr bunte Deko rundherum, aber keine Sorge, das bleibt nicht ewig lange, aber jetzt erstmal, ne? Auch ein schöner Rahmen so mit dem Weihnachtlichen im Hintergrund. Ja, seid gegrüßt auf Twitch. Haben wir noch 6 Tage, ne? Also jetzt, wo ich hier sitze, ist erst in 6 Tagen Weihnachten. Muss immer ein bisschen, ne? Immer ein bisschen durcheinander, aber so ist das nun mal, wenn man das Ganze streamt und dann als folgenmäßig auf YouTube macht, dann nimmt man halt den, hat man halt so diesen Zeitversatz. So, ich dachte vielleicht, jo, heute ist Weihnachten, vielleicht gönne ich mir zu Weihnachten, ne? Ich beschenke mich mit neuen Schulden und beschenke mich mit einem neuen Feld, weil irgendwie finde ich doch die Variante sinnig, dass wir uns ein großes neues Feld kaufen und nochmal deutlich über Schulden zumindest nochmal ein Feld in diesem Jahr. Und ich weiß nicht, ich glaube, die anderen Felder, war natürlich auch gesagt worden, es wird durchaus Sinn machen, bei den anderen Feldern mal so ein bisschen Luzerne drauf zu machen, Gras drauf zu machen. Ich überlege nur, was soll ich nachher mit der ganzen Menge, ne? Ein bisschen was braucht man immer. Aber so viel brauche ich wahrscheinlich noch nicht, weil ich ja auch noch kein Geld habe, um eine zweite Biogasanlage zu kaufen. Ja, die Leute, von daher, man weiß es nicht. Aber sich einen Kredit schenken von 2 Millionen und ein großes Feld kaufen und da dann erntemäßig nochmal Vollgas zu geben, Stroh ist auch dann Hammer viel, was wir davon kriegen würden. Da muss man ja auch überlegen, dass man das dann am ehesten, so erinnern sich das auch schön, ne, mit dem Kranz, dass man dann wahrscheinlich das Ganze verkauft. So viel Stroh kann ich auch nicht brauchen. Unsere Strohlager sind gut gefüllt. Lageballen machen und verkaufen. Ja, das ist auch eine Variante. Aber ich kann jetzt, ich würde jetzt nicht, das wäre, würde glaube ich den Rahmen auch ein bisschen sprengen, wenn ihr, man müsste, das ist nämlich das Problem. Ich muss mir jetzt halt schon Gedanken machen dann, wo möchte ich denn eigentlich im nächsten Jahr auf jeden Fall Mais drauf machen. Und daran scheitert es dann ja schon, ne? Das ist dann schon schwierig. Da man das bisher immer gemacht hätte, aber ist vom Sehen her halt blöd, das ist ein bisschen nerviges Feld, aber man könnte zum Beispiel 9, 10 und 7, könnte man jetzt einmal Gras drauf pflanzen, dann hätte man einen großen Schwung Gras und das. Vielleicht kriege ich ja bald hier noch ein Fahrsilo hin. Ne? Wenn wir demnächst Mais häckseln, wird es ja anbieten, dass ich hier mal ein Fahrsilo hinkriege für Silage. Man weiß es nicht. Alles immer nicht so einfach. Schön aus mit dem Kranz, ist weihnachtlich, oder? Ein bisschen. So. Der ist fertig repariert. Ja, dann sollten wir das Feld aber gleich kaufen, ne, bevor die KI wieder was Komisches macht. Wir haben natürlich eine schöne Abfahrflotte hier zurecht. Wir könnten gleich die 3 oder ich nehme 2. Obwohl, der kann ja genauso, ne? Also der ist ja fertig mit Mulchen. Dann könnt ihr dann eine Sämaschine nehmen und Gras anpflanzen. Na gut, das läuft jetzt nicht weg. Wir haben noch den zweiten, wir haben noch eine zweite Juli-Hälfte, weil wir müssen ja auch dann die Luzerne und Gras und so weiter machen. Das wird ja sogar noch August, September, Oktober. Ich glaube, das wird sogar noch mal voll erntereif dann sogar, ne? Und Mais und so muss ja erst, also das können wir zweimal, könnten wir wahrscheinlich Gras machen auf solchen Feldern. Stimmt das? Ja, müsste hinkommen, ne? Die Leute, zu Weihnachten beschenken wir uns mit Kredit. Schön, ja. Wir machen das Ganze. Egal, aus der 1 Million Schulden machen wir 3 Millionen Schulden. Speichern und freuen uns über 2,378 Millionen auf dem Konto. So, ich kaufe das Segelfeld. Ich will so ein richtig großes Feld einfach mal haben. Genau das.
Weil da kommt wahrscheinlich im nächsten Jahr dann Raps drauf. Also nicht im nächsten Jahr, sondern im nächsten Monat oder übernächsten Monat, wenn wir Raps anpflanzen können. Das ist dann schon mal ein großer Teil von unserem Rapsbedarf für die Raffinerie, denn wir wissen, die ist ziemlich durstig, bedürftig an Raps. Und mit 30 Hektar Raps, die wir hier haben, plus bisschen, haben wir schon mal einen ganzen großen Teil erschlagen. Und Dinkel können wir brauchen, um die Hühner zu füttern ein ganzes Jahr, um die Saatgutproduktion damit zu betreiben und ein bisschen was einzulagern. Ne? Weil ansonsten ist unser Lager leer und ich kann Weizen und Gerste brauchen wir für Malzproduktion überwiegend. Ne? Kann ich eigentlich echt nichts richtig abknausern für die Hühner und für Saatgut. Immer schwierig, ne? Eine große, teure Investition ist immer schwierig. Ja. Passt halt auch gut zu unseren Feldern. Wir haben noch ein ganz bisschen übrig sogar. Wir haben ein bisschen mehr Kredit aufgenommen, als es gekostet hat. Also wir können noch ein Feld kaufen. Ja. So, dann schicken wir unsere beiden Drescher hier hin. Unsere Abfahrflotte. Damit fangen wir mal an und dann machen wir die Ansaat. Ne? Das schaffen wir alles noch. Wir sind gut in der Zeit. Ich würde sagen, wer verbraucht eigentlich gerade unser Geld? Das ist der Kalkstreuer, der einkauft, ne? Beiden hier ist auch schön so. Dritten Drescher sehe ich jetzt noch nicht. Im nächsten Jahr, ja. In dieser Saison brauchen wir es nicht mehr. In der nächsten Saison werden wir es wahrscheinlich brauchen. Die Schulden bleibt so wie gehabt. 25% Produktionseinnahme des Vormonats, wobei der August tilgungsfrei bleibt. Das ändere ich jetzt mal nicht. Aber wenn wir dann später mal wieder 1 Million verdienen an Produktion, müssen wir 250.000 halt zurückzahlen und als Zusatzziel würde ich noch eingeben, dieses Jahr endet, also im Dezember, wieder schuldenfrei zu sein. Welches Feld war das jetzt überhaupt? 54. Und wenn dieses nicht geerntet, dann wäre es der größte Fail-Kauf. Aber gerade eben haben wir ja gesehen, ist noch was drauf. Gut. Den nehmen wir mit. 3 Abfahrer brauchen auf dem Feld mit 2 Dreschern. Hat man halt auch gut noch eine. Das machen wir gleich. Nach dem Sehen muss man ja auch wieder walzen eigentlich, ne? Oder ich rüste mal oben die Sämaschine auf Walzfunktion, weil das ja auch echt nervt dann immer. Aber da irgendwann nicht mehr hinterher kann man anfangen, fand ich es noch gut, aber mittlerweile muss man sagen, okay, man kommt auch nicht mehr so richtig hinterher dann. Du bist der nächste Abfahrer, du bist einfach ein bisschen schneller. Verkaufstour lohnt sich gerade im fortgeschrittenen Spiel. Chroma verschenkt noch einen Sub, vielen, vielen Dank. Zur Weihnachtsfolge wird noch ein Sub verschenkt, vielen Dank. Das ist das Paket zu Weihnachten. Danke, danke. So. Weihnachten, ich muss mal gucken. 1., 2., 3. Weihnachtsfeiertag, Montagabend ist ja wahrscheinlich wieder Stream. So, Abfahrer 54, Feldstoff, nee, das geht ja alles ins Hofsilo. Das wird viel werden. Aber muss es auch. Deswegen nehmen wir den als dritten mit, ne? Brauchen halt auch einen mit ordentlich Kapazität. Steht noch auf Raffinerie, ich weiß, das müssen wir dennoch ändern. Raffinerie kann mit Dinkel nicht so viel anfangen.
Chroma damit insgesamt 85 Mal verschenkt. Vielen, vielen Dank für den Support. Können auch den Topliner noch mit zur Hilfe nehmen, aber das wird ein bisschen dauern, auch mit zwei Dreschern, ne? Aber es macht nichts. Ja, der ist wieder zurück. Das ist, wenn man das gut einstellt. Vielen Dank nochmal für die Hilfe. Ich weiß nicht, wie häufig der sonst hätte, ne? Wir hätten da mehrfach fahren müssen. Kaffee, Prost. Zum Wohl. Wasserladen am Hafen. Zu Zeltstoff. Er kann erst Wasser abladen, weil er so viel mit hat, und dann kann er auffüllen. Jo, da steht der Erste. Der Drescher kommt gleich. Den würde ich abfangen. Abfahrer. Vorher können wir noch schnell die Straßenseite wechseln. Ja, gucken wir mal. Also zur Not können wir immer noch mehr Abfahrer dazu bringen. Ist kein Problem. Aber ich würde mit einem Träger gleich nochmal auf den, wirklich nochmal sagen, okay, komm, wir werden nochmal ein paar Felder wieder zu Grasfeldern machen. Ich überlege zwei Vorgewände, ne? Wie viel das nachher ist an Stroh. Müssen wir mal gucken. So, 54 sind wir. Jetzt schmeißen wir hier erstmal den Kurs raus. Jetzt müssen wir einmal neu kalkulieren. Zwei Vorgewände reicht. Da hat auch Vorgewände. Scharf. Fahrtrichtung. So. Gucken, was Kurs vielleicht gleich sagt, wie lange er brauchen möchte. 3 Stunden 11 Minuten würde er für das Feld brauchen. Alleine. Also mit zwei Dreschern auch knapp, ne? Ja, erinnere mich, wir hatten das Feld ja vergrößert im LS19. Da hatten wir hinten den Wald weggenommen. Das ist sogar noch guter Ertrag. Guck mal, das waren schon 1000 Liter auf dem Stück. Bleibt in der zweite, da kommt der zweite, da kommt der John Deere. Und dann war das auch das Feld, wo ich einer mit 7 Dreschern gefahren bin, ne? In der Mitte einer und dann linke Flanke, rechte Flanke, jeweils noch 3 weitere Drescher. War schon cool. Gibt noch einen ganzen Schwung Felder, die ähnlich groß sind oder noch ein bisschen größer sind, aber das ist jetzt unser neues, größtes Feld, ne? Also zu Weihnachten wird man sich mal schulden und ein Feld, kann man mal machen. Habe ich gekauft, habe ich verschuldet. Ist aber gut, weil Futter für Hühner und Grundlage für Saatgutproduktion brauchen wir beides. Nützt nichts. Und ich habe Bock auf noch ein bisschen mehr Ernte.
So, dann müssen wir hier einmal die neuen Kurse haben. Dreschen 45, 54, Dreschen 13, Kursladen aktivieren, zurück. Einmal kurz anzeigen lassen. Ja, gut, er würde hier vorne dann auch die Bahn wechseln, also passt das eigentlich ganz gut. Ungefähr hier. Genau, von da würde er nur noch knapp 3 Stunden brauchen. Dann haben wir den ersten Abfahrer, da haben wir auch nichts eingestellt. Drescher abfahren und dann wieder später. Egal, ich kann es eigentlich so einstellen, wir fahren erstmal dahin zum Drescher und dann stellen wir das ein. Ne? Guten Tag, mal moin. Die neueste Cosplay-Variante. Dann geht's. Hey, danke dir für Verschenken von einem Sub hier. Insgesamt der sechste Paket, das du hier geschenkt hast. Vielen Dank. Das ist immer laut, ich weiß. Und Kane im Sub, dicker Sub Stufe 3 und im 26. Monat schon hier am Start. Vielen Dank für den großen Support natürlich, Kane. Danke, danke, danke. Vielen Dank. So, das muss jetzt erstmal zum Hofsilo, ne? Hofsilo befüllen. Da guck mal, der Drescher vorne, jawohl schon. Hier wird leider nicht mehr um die Ecke kommen, ne? Aber das war eine Aktion, ne? Hier den ganzen Wald rundherum gefällt im LS19 und das Feld nochmal richtig, richtig vergrößert, ne? Das waren Zeiten. Mal ein bisschen abhuckern so. Alles gut. Ja, groß schreiben ist schreien, ne? Wenn man alles groß schreibt, ist praktisch schreien. Hier vielleicht sogar schon den Bedarf vom vierten Abfahrer, oder? Ich denke, dass er losfährt, wie lange das dauert, bis er wiederkommt. Da werden wir sehen. Vielleicht machen wir jetzt erstmal die Seemaschine fertig. Dann nehmen wir den Helfer jetzt einmal raus und machen gerade Kante, indem wir hier einfach gleich wieder weiterfahren. Gleich nochmal richtig einstellen. Der ist auf Hochsilo befüllen. Also der ist richtig eingestellt. Beim LKW war es noch falsch, ne? Die Kranstärke nochmal moin. Hier kommen wir zusammen, merkt man auf jeden Fall. Das war's.
Wer war denn schon dabei, ne? Im LS19 haben wir hier alle Bäume weggefällt. Alle. Und das Feld noch deutlich vergrößert. Und auch noch den Randstreifen Mapende da drüben. Da haben wir auch ganz viele Bäume von weggefällt. Und dieses Feld nochmal, ich weiß gar nicht, wie viel Hektar das nachher war, ne? Und dann haben wir das sogar mit dem an einer Seite noch und mit Feld 56 zusammen gemacht. Also Feld 56 und 57 und 54 war im LS19 bei mir nachher ein riesiges Feld, ne? Habe ich auch schon wieder hier gemacht. Im LS22 hast du es auch schon wieder vergrößert, oder wie? Schöner Adventsschmuck, ja, ne? Also ne, das Weihnachtsschmuck ist praktisch die Weihnachtsfolge. Der Adventsschmuck war nur die Kerze und der Baum. Shelly und wir, also ne, Shelly, Kids und ich mal gleich noch den Baum aufstellen, den Weihnachtsschmuck mal rausholen, schon mal ein bisschen Baum schmücken. Plätzchen haben sie ja schon gebacken. So, Abfahrt, ne? Hier bitte nicht so einen Quatsch machen. Sondern direkt wenden. Geht am schnellsten und stört den Nachfolgenden am wenigsten. Gut, dann holen wir uns mal den Abfahrer. Ich spiele gerne jetzt im Vorgewende, spiele ich gerne selber den Abfahrer. Es ist einfach, funktioniert einfach. Wir sehen, ne, wir sind halb rum um das Feld und der erste Anhänger ist voll. Wobei war auch der kleinste Anhänger. Dann haben wir jetzt aber schon mal so einen kleinen Hinweis, wie lange das wohl dauert, bis der wieder da ist, ne? Im Profisilo. Am Labor fehlt Abwasser. Wieso? Das weiß ich nicht. Also, du hättest gerne welches da, oder wie? Schön, immer wieder dreschen zu Weihnachten, ne? Ehrlich. Aber wir sind auch schon wieder am Ende der Folge, Leute. 24 Minuten für den 24. Dezember. Das passt doch gut. Ich danke euch fürs Reinschalten. Kurze Pause. Eine Folge machen wir auf jeden Fall noch. Bis dann. Und tschüss.